Thank you, Lord Jesus. Hab danke, Jesus. Let me demystify something. Also ich, as we close. So wie wir nun schließen, möchte ich einfach mal diese Geheimnistuerei in bestimmten Sachen einfach auseinanderfallen lassen. No. I want to demystify something. Ich möchte etwas wirklich austüften, ausnehmen, auseinandernehmen, see, was bisher als Geheimnis gehalten wurde. When Jesus was on the cross, als Jesus am Kreuz war, he was crucified with two thieves. Er wurde mit zwei Dieben gekreuzigt. Come on, now. My Father. Woo. Hallelujah. Amen. He was crucified with two thieves. Er wurde mit zwei Dieben gekreuzigt. One thief represent the past. Ein Dieb steht für die Vergangenheit. The other thief represent the future. Der andere Dieb steht für die Zukunft. The one who represent the past. Derjenige, der für die Vergangenheit steht, was complaining. War am Meckern. Oh, if you are the son of God, you know, you was also blaspheming and insulting. Er fing an zu meckern und sogar zu schimpfen. Na, wenn du der Sohn Gottes bist, warum hängst du an so einem Holz? Now, the other thief. Doch der andere Dieb. I'm giving you something here. Listen to me very carefully. Also hört mir genau hin. Ich gebe euch hier etwas. The future. Die Zukunft. The future said. Die Zukunft. Der Dieb, der die Zukunft darstellt, sagte. He says, you are the son of God. Du bist der Sohn Gottes. Remember me. Gedenke an mich. When you get into your paradise. Wenn du in deinem Reich bzw. in dein Paradies hineinkommst. That is the future. Das war die Zukunft. What is I am did? Was hat ich bin gesagt? Today. Amen. Heute. You are in paradise. Bist du im Paradies? Today. Heute. Now. Jetzt. You are in. Bist du drin? Now, do you have your dreams? Nun, hast du deine Träume? Don't let that dream be a future. Lass deine Träume keine Zukunft sein. Now. Jetzt. It is fulfilled right now. Es ist jetzt sofort erfüllt. You see, Jesus convert the future into the now. Jesus hat die Zukunft in dem jetzigen, in nun konvertiert. But he cannot convert the past into the now. The past must die. Doch die Vergangenheit konnte er nicht konvertieren in der Gegenwart. Die Vergangenheit muss sterben. Hallelujah. Amen. The past must die. Die Vergangenheit muss sterben. The future. Doch die Zukunft. Must come to the now. Muss nun in der Gegenwart hineinkommen. Because if you get to the future. Denn wenn du in die Zukunft ankommst. It's now. Es ist gegenwärtig. So everything happens in the now. Also alles geschieht im Nun. Thank you, Lord Jesus. Hab danke, just Jesus. Just lift up your